Hallo und willkommen bei Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Und heute sage ich euch, dass ihr einen Film gucken müsst, wenn ihr Actionfans seid. Ich bin immer vorsichtig, wenn mich Kumpels beknien. Ich muss doch unbedingt diesen und jenen Film gucken. Im Falle von The Raid oder The Raid Redemption, so wie der internationale Verleihtitel ist, stimmt das aber wirklich, den muss man sehen. Was ist das eigentlich oder was soll das sein, der perfekte Actionfilm? Ist das hier perfekte Action? Oder das? Oder ist das der perfekte Actionfilm? Der. Was war das? Oder das? Die Antwort ist immer ja. Jeder gut gemachte Actionfilm ist auf seine Weise perfekt. Und gute Action setzt sich ja aus vielen Faktoren zusammen. Die Schauspieler, die Stuntleute, Kamera, Choreografie, Schnitt, Musik. Um was geht es? Müssen die Hauptfiguren irgendwo hin oder müssen sie irgendwo raus? Was haben sie zu verlieren? Und was für eine Art Actionfilm ist es? Denn innerhalb des Action-Genres gibt es ja noch x Abstufungen. Terminator war beispielsweise eher ein Slasher-Film. Sicario ist ein Thriller-Drama. Heat war ein Kriminalfilm. Predator ist Science-Fiction-Fantasy, die Rambo-Filme sind Kriegsfilme, Starship Troopers ist Militärsatire und dann gibt es halt noch unzählige Martial-Arts-Filme. Und wenn man in diesem Untergenre noch was reißen will, dann muss man echt was drauf haben. Und immer wenn ich denke, ich habe schon alles gesehen und mich kann kein Film mehr überraschen und ich denke, das Hochhaus da vorne, das verrät mir, ist es wieder nur stirb langsam Kopie, diesmal aus Asien, und dann lese ich die Inhaltsangabe auf der Rückseite und denke mir, naja, klingt jetzt nicht so toll, was mag dabei schon rauskommen. Dann kommt auf einmal dieser indonesische Film daher von einem Regisseur, von dem ich noch nie was gehört habe, mit einem Hauptdarsteller, von dem ich noch nie was gehört habe. Die präsentieren eine Kampfkunst, von der ich noch nie was gehört habe. Und dann gucke ich den Film und kann gar nicht glauben, wie schnell 90 Minuten rum sein können. Oder wie sehr ich wünsche, dass der Held es da rausschafft. Oder wie sehr ich denke, warum habe ich mir Fußball als Hobby ausgesucht? Ich hätte lieber Martial Arts genommen. Das alles schafft ein Film, von dem in Deutschland wahrscheinlich kaum eine Sau je gehört hat. Die Story an sich ist recht übersichtlich. Es gibt ein indonesisches SWAT-Team und die wollen in ein Hochhaus rein und wollen einen Gangsterboss verhaften. Ein Mitglied dieses SWAT-Teams ist Rama. Nicht die zum aufs Brot schmieren, sondern der Name, der Typ heißt wirklich so. Das bekommt der Gangsterboss natürlich mit, sobald die Polizisten drin sind und weil er Kameras überall hat. Und dann sagt er über die Lautsprecheranlage im Hochhaus, also hier sind Polizisten, liebe Bewohner, macht die bitte platt, denn wenn ihr das schafft und wenn ihr uns den Polizisten vom Hals haltet, dann dürft ihr für euer ganzes restliches Leben mietfrei hier wohnen. Und die meisten Einwohner, ohnehin schon Kriminelle, schnappen sich also Pistolen, Macheten, Äxte, Messer und so weiter und gehen auf die Bullen los. Und dann legen Regisseur Gareth Evans und sein Hauptdarsteller Iko Uwais mal so richtig los. Was den Reiz des Films ausmacht, ist nicht die komplizierte Handlung, dazu müsst ihr Shutter Island gucken, sondern wie der Film gemacht ist und besonders wie Regisseur Evans es versteht, eine simple
simpel gestrickte Geschichte gut zu erzählen und vor allen Dingen, dass er begreift, dass Film ein visuelles Medium ist. Wenn die Idee für einen Film simpel ist, dann ist es nicht schlimm, solange die Umsetzung gut gemacht ist. Alfred Hitchcock had a great saying, I try to make films where they don't have to read the subtitles in Japan. Am Anfang des Films sehen wir Rama, wie er Sit-Ups macht, dann kloppt er frenetisch auf so einen Boxsack ein und wir merken, okay, der Typ ist fit und der kann kämpfen. Dann sehen wir ihn mit seiner schwangeren Frau. Jetzt wissen wir auch, wofür er kämpft und dass er was zu verlieren hat. Und dann, bevor er das Haus verlässt, kommt ein Satz, er sagt zu einem älteren Mann, ich bringe ihn dir wieder. Wir wissen nicht, wer mit ihm gemeint ist. Wir merken aber, der Typ hat was zu verlieren. Wir wissen, wofür er kämpft. Und wir wissen, es geht für ihn um etwas Persönliches. Es ist nicht einfach nur ein Einsatz. Das alles habe ich in den ersten 2 Filmminuten gelernt. Dabei wurde nur ein Satz gesprochen, der wichtig war. Und schon weiß ich alles, was ich über diesen Film und was ich über die Figuren wissen muss. Ohne dass geblubbert und gelabert wird. In einem Hollywood-Film würde das Ganze wahrscheinlich leider anders aussehen. Da wäre ein blutjunger Polizist bei dem Einsatz mit dabei und der würde dauernd die Fragen stellvertretend für den Zuschauer stellen. Wie lange bist du schon bei der Polizei? Bist du verheiratet? Hast du eine Frau? Im wievielten Monat ist deine Frau schwanger? Um was geht es hier? Welchen Gangsterboss nehmen wir fest? Was meinst du? Du hast eine persönliche Beziehung. Wen willst du aus dem Haus rausholen? Und so weiter und so fort. Das ist grottenlangweilig. Es ist filmisch absolut einfallslos gemacht und wird leider viel zu oft gemacht. Was den Film außerdem interessant macht, ist, dass wir hier mit Silat eine Kampfkunst sehen, die wir mit unseren westlichen Geschmäckern noch nicht so gut kennen. The Raid ist nicht jedermanns Sache. Martial Arts Filme sind immer noch ein Nischenmarkt. Aber wer Fan von Kampfkunst ist, von Asia-Kino, von gut inszenierten Stunts und von guter Kameraarbeit und von gutem Schnitt, wer mal eine Stirb-Langsam-Kopie sehen will, die wirklich gut gemacht ist, und wer über 18 ist, denn die Freigabe hat seinen Grund, der sollte auf jeden Fall The Raid gucken. Und wer The Raid einmal gesehen hat, der weiß auch, wo die Filme bzw. Serien geklaut haben, die alle danach kamen. The Raid von 2011 hat zum Glück eine Welle von Filmen losgetreten, bei denen die Action wieder aus der Aktion und der Reaktion besteht. Nicht aus schnellen Schnitten oder Wackelkamera, wie bei diesen ganzen Liam Neeson-Filmen. Actionfilme, bei denen ich endlich wieder weiß, was da gerade auf der Leinwand passiert. Bei denen ich sehe, der Regisseur und das Stunt-Team haben sich hier Mühe gegeben. Und was die Figuren in dem Film durchmachen, ist anstrengend und tut weh. Somit gibt es für The Raid die volle Actionpunktzahl 5 von 5 Ellbogen in die Fresse und eine halbe Machete. Absolute Guckempfehlung für alle Fans von richtig cool gemachter Action. Vielen Dank fürs Gucken, Bewerten, Teilen, Kommentieren und bis zum nächsten Mal.